Es geht weiter hier bei Majora's Mask. Und nun werde ich doch hoffentlich den Weg zurückfinden ins Grondorf. Und wenn nicht, dann haben wir halt die Popo-Karte. Bam. Oh, verdammt. Uah. Nee, nee, du verdammtes Schneespinnenviech. Dich lassen wir mal ganz geschwind in Ruhe. Und aua. Oh, wie mies. Schmerzen. Na egal. Wir werden mal ein bisschen hier rum rattern in Richtung Grondorf. Nein. Ja, wir werden es zumindest versuchen. Ich muss hier hoch. So, jetzt aber. Und ich bin auch immer ein wenig erkältet. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. So, herzlich willkommen zurück im Grondorf. Und irgendwo hier unten müsste auch der Eingang sein. Genau hier haben wir ihn. Und hier können wir mal ein bisschen so BAM! Einen auf den Boden hauen. Und dann geht's hinein ins Reich der Goronen. In den Goronenschrein. Und Schrein ist gleich ein passendes Stichwort. Hört ihr das auch? Ah. Wer oder was in Gottes Namen kreischt hier so? Ist ja ohrenbetäubend. Oder? Damani, du bist am Leben? Der Älteste hat gesagt, du wärst tot. War das eine Lüge? Doch wie auch immer, willkommen zurück. Sag, kommt dir dieses unaufhörliche Geschrei nicht bekannt vor? Der Sohn des Ältesten hört nicht auf zu weinen. Ach, Herr Jemini. Naja, einfach K.O. hauen und dann sollte es wieder hier ruhiger sein. Aber ob es so einfach ist, das Rätsel, wir werden sehen. Aber grausam, oder? Da haben wir es ja. Bam! Nee, scheint so nicht zu wirken. Papi, Papi, mir ist kalt, Papi. Damani, wo ist mein Papa? Wo ist mein Papi? Keine Ahnung, wo. Diese Koteletten, bist du nicht Damani? Wir glaubten, du wärst tot, aber du lebst. Auch der Älteste war in Sorge um dich. So wie auch ich. Der Älteste ging zum Pikibernia, doch kam er noch nicht zurück. Seitdem hört mein Sohn nicht auf zu schreien. Sein Sohn, nicht mein Sohn. Wenn du den Ältesten nicht findest und bittest, zurückzukommen, werden wir nie wieder schlafen können. Und es wird immer kälter, bald werden wir alle erfroren sein. Ach, Herr Jemini. Okay, wir müssen ein wenig rumsuchen, wo der Vater... Ah, ich will da runter. Mann. Wo der Vater des kreischenden Mistviechs ist. Haben wir hier vielleicht ein paar Magiekrüge oder so? Oh ja. Oder Herzen. Ah, verdammt. Ja, also so ein paar dumme Krüge zu treffen ist schon nicht ohne. Wie wir hier beispielhaft sehen können. Okay, jetzt aber nichts wie raus. So, und dann, heißt es auch gleich wieder zurück. Muss hier hoch und zwar schnell. Gut. Ich denke mal, ihr könnt euch noch an diese tolle, wunderschöne Quelle erinnern, die wir ja freigelegt haben. Hui. Und da haben wir sie. Und dann nehmen wir mal einen Schuss heißem Quellwasser. Und dann nichts wie raus. Die Zeit ist knapp. Ach. Jetzt aber. So, die Frage ist, wo zur Hölle sind wir richtig? Da schon mal nicht. Da ist ein Gegner. Da auch nicht. Wir sollten uns echt beeilen.
Denn das Quellwasser bleibt nicht lange... Verdammt. Warm. Momentchen mal, da hinten, da haben wir doch was. Eine ganz, ganz große Schneekugel. Und da haben wir tatsächlich einen Geroben. Und der ist ziemlich... Nein! Ja. Eingefroren. So wie wir auch. Na, ah, ich will da hoch. Ach, einfach nur klasse. Hui, wieder rein. Und ich sollte mich echt mal zusammenreißen. Denn wir haben ja schon wieder einiges an Energie verloren. Hui. So, hoffen wir, dass der Grone noch immer freigelegt ist. Sieht beinahe nicht so aus. Da haben wir ihn wieder. Und dann nicht zu nah daran. So. Das sollte doch reichen. Um ihn freizulegen. Ja. Huch, wo bin ich? Ah, es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Wohin willst du denn? Huch. Oh, du bist Tamani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Hm, ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Hm, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Tamani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche dem Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Oh ja, da holt er seine Trommel raus. Wie ging das nochmal? Nee, so nicht. Lass es mich noch einmal spielen. Aller guten Dinge sind zwei. So... nein, also ich, aller guten Dinge sind doch drei, oder? Na, es hat keinen Sinn. Ich kann mich nicht erinnern. Nur der Anfang fällt mir ein. Na dann, lernen wir einfach den Anfang. Reicht doch auch zur Not. So. Wir probieren's. Und in der Tat, wir haben das Schlummerlied-Intro erlernt. Und dem Geron scheint auch sehr warm ums Herz zu sein. Wie man schon sehen kann. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Alles klar. Nein. So, jetzt wieder hier hoch. Und dann mal zurück ins Gerondorf. Und hoffentlich wird das Kind jetzt endlich mal die Fresse halten. Wäre doch wünschenswert. Huch. So, jetzt aber. Schnell, der Held kommt. Na, nee, so nicht. Er hat sich gerade an den Türrahmen festgebackt. Aber jetzt kommt der Held. Hui. So, wir werden mal versuchen, das Schlummerlied-Intro
vor diesem kleinen Bengel zu spielen. So war das, glaube ich. Und mal sehen, was passiert. Scheinbar nichts. Doch. Dieses Lied, mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Och, ist das nicht einfach traumhaft göttlich? Okay, dem Opa sind zwei ganze verdammte Miststrophen nicht eingefallen. Naja. Jetzt haben wir das gesamte Schlummerlied erlernt. Das geronische Schlummerlied. Ach ja, und die Musik. Sehr bedächtig und toll. Wie süß. Und der Vater ist auch ziemlich alt, oder? Dafür, dass er so ein junges Kind hat? Es ist so, als wäre Papa hier, neben mir. Und da pennt er endlich. Ach, wie toll. Das Schlummerlied-Intro wurde zum geronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenlider schwerer werden. Und jetzt schlafen sie alle. Ist ja auch toll. Aha, die Geronen schlafen ein, sobald sie das geronische Schlummerlied hören. Wie praktisch. Finde ich auch. Und hier finden wir eine Menge Dekostäbe und Magiekrüge. Und wir werden jetzt auch mal ein paar von diesen Deku-Stäben brauchen. Genau wie auch unsere Hasenohren. Moment. So. Dann geht's mal los. Hui. Denn hier haben wir ein paar nette... Boah. Ja, so geht das schon mal hier gar nicht. Wir versuchen einfach mal, sämtliche Fackeln anzuzünden. Ob es klappt oder nicht, wir werden sehen. Wir geben einfach mal unser Bestes. Muss mich beeilen. Und zwar wirklich beeilen. Jetzt aber und dann... Oh! Nein! Scheint... nicht geklappt zu haben? Warum nicht? Scheiße. Ach, Moment. Eine Fackel vergessen. Na super. Okay, jetzt können wir das alles vergessen eigentlich. Das Offensichtlichste übersehe ich natürlich. Egal, dann halt ein weiteres Mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Bam! Voller Wut machen wir uns auf den Weg. Naja, aller guten Dinge sind ja bekanntlich zwei, wissen wir doch. Hui, so. Jetzt aber. Fackel Nummer 1. Mann! Fackel Nummer 1 will nicht so ganz wie wir. Boah, doofe Kameraführung. Normalerweise eine recht einfache Stelle im Spiel, aber uff. Warum einfach, wenn man es auch schwer haben kann? So, hier sind jetzt die drei noch übrig. Na, ah, ich will da hoch. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Was für eine Scheiße.
Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine sehr, sehr schnell rotierende Plattform, Kronleuchter, was auch immer. Irgendwie sowas. Ach. Grausam, am liebsten würde ich jetzt 3000 Mal husten. Aber ich versuche es ja irgendwie zu unterdrücken. So. Und dann können wir mal lossprinten, losrollen, besser gesagt. Warum? Ihr werdet sehen. Bam! Das war schon mal nichts. Aber in einem der Krüge ist etwas Tolles drin, was wir benötigen. Insofern lohnt es sich da ein wenig Zeit zu investieren. Bei meinem Glück ist das, was wir suchen, im allerletzten Krug. Huch! Das wollte ich doch gar nicht. Naja, egal. So, nochmal das Ganze. Bam! Nein, das war total ins Leere. Ach, so eine Scheiße aber auch. Ach, ist das nicht einfach toll? Dieser tolle Vorführeffekt hier. Einfach nur gigantisch. Ach ja. Aller guten Dinge sind drei. Also nochmal hier. Ins Leere. Beziehungsweise ins Volle, aber in dem Krug war Leere. So. Irgendwie so war das. Und ich habe auch vollkommen vergessen, jetzt einen Timer zu stellen oder sowas. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich diesen Part hier aufnehme. Meinem Hals zufolge auf jeden Fall eine Ewigkeit. Huch. So, jetzt nochmal das Ganze. Hui. Ins Leere. So, wir haben schon drei ganze verdammte, mistige, doofe Krüge zerstört. Und wie ich gesagt habe, es wird wohl auf den letzten hinauslaufen. Aber weitermachen werde ich erst beim nächsten Mal, denke ich. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken oder so. Weil sonst habt ihr hier gleich 3 Stunden lang in Folge einen Hustenreiz extrem zu hören. Also, bis zum nächsten Mal.